Hey Leute, ich bin's wieder, euer MacPaverick. Heute möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr für eure Pflanzen aus einer PET-Flasche eine automatische Bewässerungsanlage selber baut. Neben der PET-Flasche braucht ihr noch etwas Küchenpapier und dann braucht ihr noch etwas, womit ihr ein Loch in den Deckel machen könnt. Dazu nehme ich hier die Kuchengabel. Ich steche damit erstmal ein paar Löcher hier in den Deckel hinein. Das Ganze schaut dann so aus. Ich habe jetzt hier drei kleine Löcher reingemacht. Nun nehme ich hier mein Küchenpapier und packe das hier noch ja sozusagen als Filter oder als Sperre in den Deckel hinein, damit das Wasser auch noch langsamer durchläuft. Nun müsst ihr nur noch den Deckel auf die mit Wasser gefüllte Flasche aufdrehen. Und fertig ist euer automatischer Wasserspender. Nun braucht ihr die Flasche nur noch kopfüber in die Blumenerde zu stellen. Solange die Blumenerde feucht ist, ja, dichtet das Ganze ab und das Wasser fließt nicht nach. Wenn die Erde dann langsam trocken wird, fließt auch das Wasser langsam nach. Ja, probiert das Ganze mal aus, wenn ihr das nächste Mal im Urlaub oder auf längerer Dienstreise seid. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben. Ihr könnt mich auch gerne kostenfrei abonnieren. Dann seht ihr weitere solcher Videos. Ich sage bis zum nächsten Mal. Euer Mac Peverick.